Dann starten wir Enigmatis 3, The Shadow of Kalkhalla. Auf der Suche nach noch mehr Priestergedöns. Artifex Mundi. Für das beste Spielerlebnis Spiele mit Sound. Moment, nur eben kurz Wasser nachgebracht. Damit ihr noch mehr Sound habt. Teil 3 selbst noch spielen. Alles klar, Brutz ist voll, das war halt dann viel Spaß noch später dabei. Und pass auf dich auf, bleib gesund, bleib gut, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, einen schönen Restabend. Profilnamen eingeben, Detective. Lissy reicht. Kannst mich Lissy nennen. Ich mach mal wieder ein bisschen leiser, weil mir ist beim Schneiden der anderen Folgen ist mir aufgefallen, dass der Sound des Spiels verdammt laut ist. Gerade in den Sequenzen. So, mehr geht gerade nicht. Einfach nein. Wir machen fortgeschritten. Wir machen fortgeschritten und hoffen nicht, dass wir von der Hilfe Gebrauch machen müssen. Okay. Ja. Und dann geht's los. Der Schatten von Kalkhalla. Kalkhalla? Kalkhalla kann man, glaube ich, sagen, ne? Achso, habe ich gerade gemacht. Fortgeschritten. Los geht's. Beim Laden. Oh. It's not just about stopping. I want revenge. He took Emily from me, remember? Rick, I know. But we can't let anger cloud our judgment. That will only lead to us making mistakes. And... Rick! You need to level it out! I can't! Was? Damn thing stuck! Hilfe! Panik! Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich muss raufklettern. Okay. Oh, Tomb Raider. Fallschirm? Festhaken. Warum schmeißt du das Ding wieder weg? Das könnten wir noch gebrauchen. Okay, wir ziehen uns ran, Wir schaffen es, Oh nein, bitte nicht. Found the problem. Can you do something? Das Wimmelbild geht gleich so los. Hektik, Panik. Ich muss die Scheibe einschlagen. Damit, los, schlag zu. Dreimal, das Ding kaputt. Ah, okay, jetzt funktioniert wieder alles. Oh, Gott sei Dank. Uff. No, no, no! Nein, festhalten, halt dich fest! Au. Hey, are you okay? I'm all right. What's going on? Oh, hätte ich nie ohnmächtig werden können, das wäre schöner gewesen. Damn it, come on! What's that smell? Wait, Rick, don't! Don't start the engine until I tell you. There's a fuel leak somewhere. Hurry up! We're flying straight towards a mountain. Wenn das ein Leck ist, was ist dann... Das frisst sich doch sofort in den Tank rein, oder nicht? Okay, erstmal Feuer löschen, würde ich sagen. Oh, das sieht aber schick aus. Ich kann es mal ganz kurz zeigen. Hier unser Buch, Aufgabenmenü. We're getting low. Ja, ja, ist gut. Klicke und halte die Maustaste gedrückt, um die Düse zu nehmen und zu benutzen. Bewege sie. Oh, man wird. Das ist wesentlich interaktiver hier. Boah, wow, brauchst du ein bisschen Abkühlung? Alles klar, machen wir. How's that fire? Der letzte Rest will nicht ausgehen. Ah, jetzt. Geh zum Cockpit. Einführung überspringen. Nein, wollen wir nicht. Cockpit. Sprich mit Rick.
Neue Aufgabe, versiegeltes Benzinleck. Das fängt ja schon richtig heftig an. Einfach wäre auch keine Herausforderung, wenn alles blinkt, was wichtig ist. Richtig. Erst nach dreimal kaputt. Von meinen Ohrmachtspallen habe ich die Woche genug. Wieso? Oh. Fuel pumps are dead. We won't make it without both engines. Ja, okay. Versiegeltes Benzinleck. Es sieht aber zumindest aus wie unser altes Buch. Das ist so schön, aber steht noch nichts drin. Okay. Was haben wir denn hier? Klebeband. MacGyver wüsste, was da zu tun ist. Mundicantus. Was heißt das? Mundicantus. Das sieht defekt aus. Mein Gott, ey, so ein Walkman. Wir nehmen uns die Batterien da mal raus. Nach weißen Federn auf deinem Weg. Oh, was? Jetzt müssen wir weiße... Schreiberlink freigeschaltet. Wir müssen weiße Federn sammeln. Okay, ich bin verwirrt. Messer. Aber es sieht schön aus. Ich mag das. Und ein Beutel. Ein kleines Pluszeichen neben dem Objekt zeigt an, dass du... Ach so, eigentlich können wir die Einführung wirklich überspringen, ne? Bist du sicher? Ja, bin ich. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir sind doch... Mensch. Merke ich ja jetzt erst. Original verpackt. Nichts. Aufschrauben, Batterien. Zumachen, zuschrauben. Jetzt. Ah, wir haben eine Taschenlampe. Das sieht nicht gut aus. Das auch nicht. We need both engines. Wirklich? Reicht nicht einer? Okay. So, pass auf. Hier war irgendwas. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Machen wir es so. Alles klar, lass es dir schmecken, Gewerbewelt. Guten Appetit. The fuel pipes are damaged. I need to fix them. Klebeband? Ah. Klebeband? Bevor ich das Ventil aufdrehe. Ach, ich dachte, ich hätte es zugedreht. Ich muss diesen geschmolzenen Schlauch ersetzen. Wir brauchen was anderes, ne? Ich kann aber jetzt keinen anderen Schlauch einfach abschneiden. Warte mal, was haben wir hier noch? Oh, cool. Da ist nichts. Was ist hier? Da ist nichts. Da ist auch nichts. Wir haben nur das. Ich muss damit arbeiten. Er ist leer, aber vielleicht finden wir eine andere Verwendung. Alles klar, wir brauchen den Schlauch. Der ist auch kompatibel, garantiert. Ich weiß es. Es ist ein Wimmelbild. Klar ist er kompatibel. So, wir kleben es fest. Jetzt. Notlandung. Freigeschaltet. Rick, tell me we're not going to crash. Blasted stupid thing. Remember Maple Creek? We are this close to finding him. Oh. Ich wollte gerade fragen. Ein Wunder, dass er fliegen kann. Aber gut, er kann nicht so fliegen. Schlauch vom Feuerlöscher, genau. I'm a private investigator. For the past few years, I've been hunting a serial murderer named the Preacher. Now I'm searching for any clue as to where he might have disappeared to. I came back to where it all began. The only problem is... Rick, I already checked the place top to bottom. 3 times. Darn. There has to be a clue about where he's headed. Oh mein. What the? Ich hab gerade auch later. Das... Might have a lead. Was? Ich hab mich gerade auf das kleine Skelett hier geguckt, auf diesen Wackelkopf und dann... Das? Und was ist das denn hier? Entdecke alle Schatten des Bösen. Es sind die Echos von bösen Seelen und ihren bösen Taten. Zeichen des Bösen sind so Sammelsachen, ne? Und wir haben kein Spiegelbild. Die Kirche von Maple Creek war wohl das Versteck der Bestie. Ich habe sie schon durchsucht, aber ich habe nichts gefunden. Kann ich fliegen, sagt die Richtige. Hey! Fallnummer, der Prediger. Verdachtsmoment übernatürlich. Opfer mehrere, Serienmörder, Ritualmord, Asmodai-Kult, Mordwaffe, ja, Mahihu, all diese unschuldigen Menschen sind tot und das wegen ihm. Ja, da können wir, falls wir den ersten Teil und zweiten Teil... Oh, habe ich auch eine Knarre? Munition haben wir.
Das ist übrigens das von hier, von Ati Mundi hier. Das ist. Oh, das ist die Spielefirma. Kein Schlüssel, keine Zündung. Ich habe den Schlüssel gerade rausgenommen. Ich wollte eigentlich starten, aber. Okay. Das Auto ist aus. Ist aus mit dem Auto. Ah. Maple Creek, Attraktion für Touristen, Ahorn, Bach. C.C. Putnam, Waldgebiet, Montpellier, Vermont. Kirche. Auto. Ungelöste Aufgabe. Ach, das ist nochmal eine. Das ist alles Tutorial hier. Sehr gut. Gleich. Na, weiß der Bescheid. Wenn wir den Priester treffen, kann er. Und das ist eine Pillenpalette. Die haben wir uns schon angeguckt. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Was bist du? Aha. Gut, können wir aussteigen ins Freie. Die eigenen Sachen sind immer das Neueste, aber die du suchen musst, kommen aus der Steinzeit. Wer ist diesmal der Oberfiesling? Immer noch der gleiche. WB Uranus, immer noch der gleiche. Wir suchen den Priester. Und wir haben schon einen dramatischen Flugzeugabsturz hinter uns, aber wir sind jetzt 4 Tage früher. Verwirrt? Gut, ich auch. Wir sind tatsächlich wieder in Maple Creek. Und warum hat die Kirche, warum ist die denn verbrannt, ausgebrannt? Warum? Ich habe die Kirche schon durchsucht und keinen Schlüssel gefunden. Streichhölzer. Brandstiftung? Oh. There's something down there. How did I miss it? Wir waren doch schon unter der Kirche. Oh, wir kriegen ein Taschenmesser. Ich hoffe, das hält länger als 3 Mal, so wie beim letzten Mal. Seit Enigmatis 1 haben sich die Sachen doch hoffentlich verbessert, oder? Die olle Glocke, die zu schwer ist und ich sie nicht bewegen kann. Verdammt. Wir müssen was zum Hebeln finden. Oh, es ist ein Multitool. Sehr gut, ein richtig schönes Schweizer Taschenmesser. Wir haben andere Musik. Ups. Okay, au! Was, wegen den Rosen oder wegen dem Strom? Der donnige Strauch hat die Sprossen überwuchert, aber sieht schön aus, die Rosen. Das Kabel sieht sehr stark aus. Vielleicht kann ich es als Tau verwenden, aber zuerst muss ich es losmachen. Das ist ein Starkstromkabel. Hat sie das gerade wirklich gesagt? Dieser Strauch ist zu dick, um ihn mit einem Taschenmesser durchzuziehen. Oh, sie versucht es aber wenigstens vorher. Kann ich ihn verbrennen? Kann ich auf ihn schießen? Okay, schade. Können wir in die Kirche? Blumen müssen wir auch noch suchen? Was müssen wir noch alles suchen? Sensitive Seele. Also, sensible Seele. Oh, Asmodai. Was? Brenne in der Hölle, Prediger? Wow. Da war der Prediger schon lange weg, ne? Könnte ein Racheakt gewesen sein. Ich habe schon alles abgesucht, aber ich habe nichts gefunden. Sie war in der Kirche? Und warum hat sie dann die Asmodai-Figur nicht gefunden, wenn sie alles abgesucht hat? Zurück heißt ins Auto, ja? Okay. Wollt ihr mit uns auf Kaperfahrt gehen? Dann müsst ihr Männer mit Bärten sein. Keine Ahnung. Der Prediger ist schon lange weg. Ja, eben. Deswegen wundert mich, dass die versucht haben, dann Rachefeldzug zu... Warum haben wir den Autoschlüssel noch? Warte mal, warum haben wir den Autoschlüssel noch? Können wir noch irgendwas aufschließen? Warte mal, warte.
Es ist zu rostig, um es zu knacken. Ich fürchte, es ist nicht die Zeit für subtile Lösung. Schade um die Kugel, aber gut. Für eine Gartenschere. Für eine billige Gartenschere haben wir das jetzt aufgemacht. Okay, na gut. Setze die Sprossen in die richtige Vertiefung, um den Mast hinaufzuklettern. Was? Wie sieht es in Ordnung? Was ist das? Schneller als das Licht? Ach komm. Was? Was ist das? Ich muss diese Keramikhalterung loswerden, weil ich das Kabel abtrennen möchte, aber sie ist zu weit entfernt, ich kann sie nicht erreichen. Sie will, das ist ein Starkstromkabel. Was tut sie? Schießen wir es ab. Oh, was, echt? Daneben, was? Nein, das stimmt nicht. Das war richtig gut eben, es war grün. Also sie ist aber sehr rabiat diesmal und der Revolver ist weg. Haben wir dreimal geschossen? Wir haben dreimal geschossen, glaube ich, ne? Was wollt ihr nochmal mit dem Kabel machen? Was hat sie denn jetzt vor? Ich kann diese Bretter nicht bewegen, die Glocke hält sie am Boden. Was hat sie denn damit jetzt vor? Ich verstehe das jetzt gerade nicht so wirklich. Oh, ans Auto. Das geht auch. Das ging auch vorher nicht. Ja, natürlich. Klar, das hält hundertprozentig. Das hält richtig gut. Jetzt auch noch auf Reaktion hier. Oh, war ja. Also, das zieht jetzt schon ganz schön an hier. Mal gut, dass es keinen vierten Teil gibt. Okay, Auto anmachen. Warte mal, ich will die andere Musik wieder haben. Gib ihm. Machen wir da aus, ne? Wir brauchen das Auto noch. Oh, okay. So, jetzt aber. Das haben wir komplett übersehen im ersten Teil. Long ago. A great battle was fought between the demon Asmodai and the archangel Raphael. Ja, und? Raphael slew Asmodai and cast him into oblivion. His followers, the Reapers, scattered. Millennia passed, and the demon's calls somehow breached our world. The Reapers rejoiced. Nur mehr als 12. Bewege den Dolch so, dass er nur einmal jeden Knotenpunkt kreuzt. Bei Bedarf kannst du auch wieder zurückgehen. Hey. Asmodai ordered his adherents to slay each other using the special ceremonial dagger he had given them. Only the dagger could end their immortal lives. Nee, das geht nicht. Wir müssen da ankommen, ne? Das sieht aus wie der letzte Knotenpunkt. Ah, wenn wir da ankommen müssen, das macht es ja nochmal wieder komplizierter. Nein! Nö! Warte mal, das ist aber komisch. So, so, so. Warte mal, so, so. Aber es geht nicht, dann kriegen wir den nicht mit. Ich muss irgendwie von da kommen. Wie soll das denn funktionieren?
Ach so, doch. Doch, doch. Warte. Moment. With each passing century, fewer and fewer of Asmodai's reapers walked the earth. At the last reaper is meant to be the one who resurrects the demon and becomes his unholy vessel. Okay. Da steht er wieder auf. Was für ein aufwendiges... And that one... is the preacher. Okay. Die Mosaik fehlen ein paar Stücke. Na klar. Okay, ja, das ist Siegellachs. Wachs. Siegellachs, ja. Hm. Jemand hat den Knopf entfernt. Komm, das hatten wir beim letzten Mal schon. War klar. Mhm, genau. Was haben wir Only hier? The last and strongest of the Reapers will the demon deem worthy enough to be his host. A week ago, the Preacher killed the last of his fellow Reapers, meaning he's the only one left. Das war der Whitmarsh. Warum fotografiere ich das? Weil ich wieder Beweise sammle. Alles klar. Okay. Wir haben auch ein Handy diesmal. Ein bisschen moderner. Wichtige Beweise werden gespeichert, sodass du sie auch später ansehen kannst. Der letzte der Reaper. Auferstehung von Asmodai. Wir kriegen auch wieder das hier, ne? Ah, wir müssen das nicht nochmal nachlesen. Finde den Aufenthaltsort des Predigers. Okay, das macht schon mal ein bisschen einfacher. Licht wäre schön, ne? Dann nehmen wir doch die Streichhölzer. Oh, Rundumschlag. Alles klar. Wäre eine Halogen-Schreibtischlampe nicht viel einfacher? Komm schon, sie kostet nur 10 Dollar. Aber wenn hier kein Strom unten ist, was soll er machen? Oder der Strom ist schon draufgegangen für das aufwendige Schloss, was wir gerade gelöst haben. Ach, die Federn. Oh, ich vergesse das bestimmt, was wir alles suchen müssen. Ach, das ist die Scheibe. Das hatten wir, das hat sie gerade eben fotografiert. Ist hier sonst noch irgendwas? Die, sollen wir irgendwas versiegeln? Tatsächlich. Objekt gefunden, klebriges Wachs. Klar, das bleibt auch die ganze Zeit flüssig in unserer Tasche. Mhm. So, einen haben wir schon mal. Wir brauchen aber wahrscheinlich noch zwei Stück. Was hat denn das für ein Handy oder hat das noch eine Wählscheibe? Ja, klar. Ich habe ein Handy mit einer Wählscheibe. Definitiv. Definitiv. Was ist denn das? Hier liegt ein Sarg rum. Da ist noch die andere Scheibe. Himalaya. Diese Karten könnten sich als nützlich erweisen, aber ich habe nicht die Werkzeuge, um sie zu analysieren. Ich wüsste momentan auch nicht, wo ich anfangen sollte. Wie wäre es denn mit Fotografieren? Anden. Um sie zu analysieren? Sie kann die doch fotografieren, abfotografieren oder mitnehmen oder was auch immer. Ein quadratisches Teil fehlt. Rittersport. Oh, ich habe Hunger. Jetzt wollte ich gerade was machen. Das fotografiert sie gleich wieder. Wohin gehst du? Da ist der Dolch. Das verfluchte Werkzeug des Serienkillers. Es ist wieder in den Händen des Predigers. Ja, wenn du, weil du ihn das letzte Mal nicht mitgenommen hast. Ich habe gesagt, du sollst den Dolch mitnehmen, aber hat sie nicht. Sie hat lieber ihr Leben gerettet. Sicher, Jagdhorn, Pergament, Apfel, Knochen, Fisch, Blatt, Schiff, Säbel, Kelch, Steuerrad, Schlange. Sind das die neuen Namen der Reaper? Nee, ne? Was ist das? Keine Ahnung. Und die ist zerbrochen. Da ist eine Büroklammer, aber die können wir nicht mitnehmen. Wohin gehst du? Klingt wie ein Schlager. Aber hier können wir was machen. Ich muss diese Teile verkleben oder sie fallen auseinander. Manches ändert sich nie, ne? Bimmelbild bleibt Bimmelbild. Okay, haben wir. Das heißt, wir können das Ding jetzt zusammensetzen. Apfel schon furchteinflößend. Das sind die neuen Namen der Reaper auf jeden Fall. Apfel. Oder das ist die Einkaufsliste des Priesters. Das kann natürlich auch sein.
Schieberätsel. Wer hat sie nicht vermisst? Wenigstens das Geräusch nicht so nervig. Warte mal, die muss man einzeln drehen? Das ist ja okay. Ich meine, das ist okay. Wirklich, es ist okay. Asmodai kämpft gegen Raphael. Okay. Das war jetzt wiederum nicht so aufwendig. Das ist ein Wimmelbild! Nee, das machen wir nicht. Passende Paare ist auch interessant, aber dann schaffen wir den anderen nicht. Ich möchte ganz gerne das von mir überspringen. Ich bin mir sicher, ja. Oh, das ist ein Wimmelbild, ein Wimmelbild, ein Wimmelbild. Wir haben unser eigenes Wimmelbild zusammengesetzt. Pergament, Steuerrad, Knochen. Steuerrad ist hier. Jagdhorn, Schlange, Schiff. Da ist die Schlange. Jagdhorn. Knochen ist hier oben. Fischsäbelblatt. Säbel haben wir hier mehrere, oder? Säbel. Sieht aber auch ein bisschen anders aus. Ist das das Jagdhorn? Ach, oh. Schiff. Da ist das Schiff. Passt aber auch nicht wirklich ins Bild rein, ne? Fisch ist unten links unterm Pferd. Oh ja. Suchen wir einen Kelch? Ja, suchen wir. Da ist ein Kelch. Pergament ist da. Apfel. Sichel, Säbel, Blatt. Säbel. Das ist ja kein Säbel, das ist ein Schwert. Ach, da ist ein Säbel. Oh Mann, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Eine Sichel und ein Blatt. Blatt ist in den Schwingen von Raphael. Oh. Ja, das ist. Das ist besser. Also bei in so einem Mosaik sieht das natürlich besser versteckt aus, ne? Eine Sichel. Kämpft hier einer mit einer Sichel eventuell? Sichel. Wir suchen eine Sichel. Vielleicht trägt der Michel eine Sichel. Ist das die Sichel? Jo. Beim Engel am Kopf, ja. Aufgabe befinden Kloster. Ich muss die Häuser nahe des Klosters reinigen, sodass mich die Menschen nicht aufhalten können. Am nächsten zum Kloster? Dragon Peak 3 Meilen. Shivering Falls 5 Meilen. Silverbrook 8 Meilen. Das Kloster in den Bergen lautet der Name, Prediger. Oh, okay. Das ist ein Zirkeletui. Der Dolch ist das Einzige, was einem Reaper töten kann. Und wir haben ihn verloren. Und das 2 Mal. Was? Er muss gespitzt werden. Klar. Ach so. Mit unserem Multitool. Nein, das ist weg! Ich will das Blumenmesser aus dem zweiten Teil wieder haben. Zirkel, okay. Das hat länger gehalten. Können wir die einwandfreie Treffer, ne? Können wir jetzt loslegen? Ich weiß immer noch nicht, wo ich meine Suche beginnen soll. Achso, dann vielleicht sollte ich mal die Schlussfolgerung machen. Okay, let's summarize what we know. First, the preacher. Oh, ich bin hier. Hi. Prediger der Bösewicht. Naja, logisch, das ist er hier. Der Prediger ist der letzte von Asmodais Anhängern, eine Gruppe, die auch als die Reaper bekannt wurde. Da. The last living Reaper will be the one chosen to resurrect the demon. The Preacher seems to be our guy. I have no idea how he's going to do this, but one thing is clear.
Wherever the resurrection is to take place, the preacher will be there. Mhm. Freigestellte Privatdetektiv. Warum? Moment, ganz kurz gucken. Ja, weil nur noch Asmodai übrig ist. Sie sind alle tot, sie können nicht der Grund sein. Was? Wo? Es sind mehrere Orte auf der Karte markiert. Einer von ihnen sollte das Ziel der Prediger sein. Ja, hier. The location of Asmodai's resurrection should have some connection to Asmodai himself. Let's see if anywhere meets that requirement. Naja. Finde alle Orte, die etwas mit Asmodai zu tun haben, benutze die Notiz als Hinweis. Brauchen wir gar nicht, weil hier ist ein Zeichen drauf. Also entweder Grönland. Das sind, warte mal, im Pazifik, was sind das? Wie heißen die Inseln nochmal? Ist das Tahiti und sowas? Da würde ich ja viel lieber hin. Also Grönland und das wird Nepal sein, denke ich mir mal. Aber da ich schon weiß, ich habe schon das Bild gesehen von dem Spiel, glaube ich eher nicht, dass es eine schöne Insel hier sein wird. Obwohl, da würde ich viel lieber hin. A few places fit. But it appears the strongest connection is this mountain monastery, which is important to the preacher's plans. Ich will aber lieber auf die Inseln, da ist warm. Was ist das? Amor und sowas, glaube ich, ne? Ist der Hund noch hier? Nicht, dass ich über ihn rüberfahre. Naja, das ist der Ort. Looks like I'm off to Karakorum. Heller Kopf, I need a more detailed map to find the exact location. I think I saw one on the coffin. Mhm. Gut. Dann los jetzt. Jetzt wissen wir, wo wir suchen sollen. Gott sei Dank. That's it. Okay. Warte. Wir müssen den Punkt finden. Den Einserpunkt finden. Wo ist denn der Einserpunkt? Da. Da ist der. Dann die Sanduhr. Und den gekreuzten Kasten. Wo ist er denn? Hallo? Das Quadrat? Das gekreuzte Quadrat? Wo ist es denn? Da. Zirkel? Ich brauche den entsprechenden Kreisabstand für jeden der drei Sehenswürdigkeiten. Was? Ach so. Alles klar. Hä? Nein! Warte, stopp, stopp, stopp. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Okay. 5 brauchen wir bei dem. Bei dem. Und bei dem letzten brauchen wir 8. So, there you are. Rick, I think we've got him. Tell you everything once we're safely in the air. Gott sei Dank kann Rick fliegen oder auch nicht.